What's up, Papi? Willkommen zu Spieltag Nummer 9, also dem letzten Gruppenspieltag in der SPL. Und es geht heute mal wieder wie ein Gefühlerlehrer, wenn ich spiele. Am nächsten Spiel geht es auch um die Playoffs. Nur ist es hier, wenn ich gewinne, bin ich safe. Wenn nicht, ist schwierig. Heute gegen Belex. Der Base ist schon safe durch. Und ja, wir schauen mal, ob das noch was wird oder nicht. Haben nie gegen Belex gespielt. Mal schauen, wie der so spielt. Ich habe keinen Plan, to be honest. Musik läuft, Aufnahme läuft. Audioaufnahme läuft auch. Ist doch wunderschönst. Ja, warten wir mal, bis er die Anmaut fertig hat. Ich habe mein Zettel schon ready hier. Will ich mal keinen noch aus dem Spender holen. Kalka mache ich auch gleich wieder auf. Ich habe mir eigentlich schon ein Lied überlegt, mit dem ich eigentlich relativ gerne reingehen würde. Also die Frage, was er dabei hat. Mal sein Team aufmachen, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Sie haben schon vor ein paar Tagen gebaut. Ja, er hat sich die Jäger dabei, okay, wild. Wait. Dann hat er seine beiden S-Tiers nicht dabei. Die wären Katapulta und Kramor gewesen. Okay, ich hatte Ultraschiss vor Kramor. Und jetzt sieht halt Pittsburgh ultra gut aus. Der ist schneller als alles. Der ist echt schon relativ. Ja, nee, ich gehe. Dann gehe ich, glaube ich. Ah, gehe ich mit Hurricane rein? Oder gehe ich mit Wildfire? Mit Wildfire gegen so ein. Was liebt der wahrscheinlich? Ich tippe mal tatsächlich auf ein Dinger-Lied, auf ein Thunderous-Lied. Dem will ich jetzt nicht gerne mit Hurricane kommen. Machen wir auch mal. Eigentlich wollte ich ja mit Ian leaden. Ja, so erscheint mir jetzt etwas besser. Wir haben hier zwei Setups, Sweeper plus Bane Knackhack dabei. Aber zwei Setups war eigentlich eher. Sweeper sind es nicht zwingend, da brauche ich mehr Setup für. Alle, das ist nach Tara, okay. Plateauschuh nach Tara, okay. Du wirst vielleicht auch ein Wishpasser sein, von dem her. Bin ich jetzt mal schauen, wie dein Messer ist, oder? Also Full Spätstiff, Umbreon kriegt von einem Draco 40%. Wollte ich gehe einfach auf die Jüter und schaue, ob er über 20 bekommt. Geht auch. Das ist gut über 20. Oh, es war ein Crit, okay. Damit Crit, der wird Fist of Investment haben. Das ist ja jetzt fast die Hälfte gemacht. Und wir gehen direkt in Eden. Und können vielleicht direkt auf ihn subben. Das wäre natürlich schon mal sehr praktisch. Tangela ist auch gar nicht dabei. Toxic vielleicht? Und schon, okay. Jo, wir haben direkt mal. Nicht raus. Sub. Das Ding ist, der kommt tatsächlich auch nicht safe raus, weil. Oh, wie geil gerade Spexfini wäre. Ach du Scheiße. Ab ist das Thunderous. Ja, den will ich mir gleich mal kurz anschauen, was wieder so invested ist. Wir haben Fini drin. Thunderous T. Wir sehen auch gleich mal, was der für ein Item hat dann. Ja, ein Moonblast macht auf Full Offense knapp die Hälfte. Ein Donnerblitz ohne Damage Boost. Thunderbolt. 91, wenn wir auf plus 1 Spätzle kommen. Knapp über die Hälfte. Ich will schon.
Ich will jetzt erstmal wissen, was er für ein Item hat. Na dann, jetzt kommt. Wenn jetzt kein Life-Op oder. Es kann ja auch Evil sein, ne? Schauen wir uns mal den Damage an. Bei dem Spezial-Attack Drop, das wäre natürlich jetzt sehr angenehm. Der ist AV. Und Spezial-Attack Drop tatsächlich. Der kommt tatsächlich, das war natürlich, ist natürlich jetzt schön lucky hier, aber ich nehme es mit. Also nicht AV, okay. Ja, ich habe Klinge halt nur auf HP. Mach ich aber gleich mal. Der fickt dich an den Toxen. Das ist schön, das schmeckt. Ja, egal, okay. Du willst schon einmal schauen, was der machen will. Und sie kann gar nicht so riesig aus gegen die Jäger. Ach du Scheiße. Bin schneller, okay. Lichtkanone. Das ist viel Schaden. Kanga gegen Dialga. Der wird dann vielleicht Full Spitztech sein, natürlich, oder? Einfach Full Spitztech Modest. Oder sowas. Jo, sieht gut aus. Okay, Full Spitztech Modest. Wir protecten. Einmal gegentacken und gehe ich dann in Fuecro. Das ist uncool. Das ist verdammt uncool. Wish nochmal. Geht ein Fini. Wenn ich jetzt booste, kann ich da wenigstens gegen boosten. Mit Fini haben wir ein bisschen noch eine etwas bessere Spätzdev zur Verfügung. Und ich bin auch schneller. Ist einfach. Oh, okay. Hat er sich wahrscheinlich Dinger gerochen? Mein. Incineroar. So, ich gehe jetzt einmal auf den CM. Damit ich es. Damit ich hier möglichst safe alles und alles lebe, was er macht. Hä, warum ist er jetzt doch schneller? Hä? Bin ich blöd? Hä? Also Kanga war schneller, aber Fini ist nicht schneller. Ah, ich habe ein Fini-Kammer-Investment drin, okay. Deswegen. Hatte ich irgendwie auf falschem Kopf. Okay, wir kriegen unseren ersten CM. Oh, jetzt einmal Sun. Was macht denn jetzt noch? Ich glaube, deshalb war dumm war. Das ist noch über 25%. Was uncool. Das war echt dumm. Ja, das war dumm. Hätte ich ja nicht sammeln sollen. Der bricht ihn nämlich jetzt. Aber ich muss auf jeden Fall besonders sein, dass seiner gebrochen wird. Das ist wichtiger als meiner.
Und dann soll jetzt auch gebrochen werden durch die Mondgewalt auf plus 1. Geben wir einen noch? Geht raus, okay. Kommt jetzt Voltolos wieder? Doch, ist... Ja, okay. Da bin ich fein mit. Also ich muss sagen, mit den Schwertschläge Drops habe ich bisher relativ viel Glück. Nehme ich mit. Nehme ich sehr gerne mit. Jo, Giftschleim hat er. Ist mir im Beste, wenn er auf plus 1 einen Schaden bekommt. Heute ist Working Form. Der Schwertschläge, okay. Etwas offensichtlicheren Pull gemacht. Bitte keine Poison. Da ist schon ein bisschen Glück heute. Da kommt's her. Ja, einmal free knocken. Ich bin der Dement. Nehme ich mit. Den free knock nehme ich sehr gerne mit. Oh, ich hätte so. Das. Also ich glaube, wenn Thunderous weg ist, ist das hier Game. Bei Bandit Chomp, da wirft er nichts rein. Und dann möglichst, wenn ich da möglichst Eis irgendwie angechippt bekomme, ist natürlich hier perfekt. Ich verstehe da weiter nicht, warum er Kramer nicht dabei hat. Ich verstehe es wirklich nicht. Gesoffen. Ah, ihr habt doch alle gesoffen, oder was? Finde ich schön. Für dich. Boah, ist das schöner Schaden. Nutzt du das mal nicht so aus zum Boosten, glaube ich, oder? Oder doch? Also ich frage, was er machen will, ne? Wir sind zwar nicht schneller, aber wir können einmal protzen jetzt auf den. Nach Two-Shoppen, nach zwei haben sollen wir auch mit dem Knockoff trotz dem jetzt fehlenden Item Two-Shoppen. Dann will ich aber tatsächlich erstmal auf Niederladung gehen, je nachdem, was er jetzt halt macht. Wenn er rausgeht, jetzt kann er sein, dass er rausgeht, ne? Dann bringen wir die zwei Bulk-Ups wahrscheinlich nicht mehr. Nichts mehr, ja. Wenn jetzt die Jahre kommen, muss ich eh raus. Habt ist. Der, okay. Muss ich wahrscheinlich raus, oder? Ja, ich kann es eigentlich nicht schreien. Ich würde Fehlkoin noch sehr behalten hier. Er muss eigentlich auf den auf den Jump Play hier gehen, oder? Okay. Ja, geht sehr auf den Fokusstoß. Ich droppe hier das erste Mon. Nein, der ist Evi. Ganz dumm gerade, ganz dumme Idee. Der ist auf einer Range, dass ich eigentlich einen Drainclaw killen kann. Oder killen sollte. Außer also der hat irgendwie groß in HP-Investment.
Ich hoffe aber mal, dass sie das tut. Und da kann ich auch in die Dragon Claw kommen, da auch nicht raus eigentlich. Ich sag schon wieder zu oft eigentlich Haffel in den Kampf, das ist echt schwierig. Er geht raus, was kommt rein? Alle, den hatten wir auch schon. Okay, der ist weg. Der ist safe weg. Der ist zu 100% weg. Nach da weg gefällt mir auch schon sehr gut, weil das Gengar ziemlich befreit von sehr vielen Sachen. Okay, das ist die Jalga. Ich will ihn eigentlich sehr ungern haben lassen, ne? Denk mal 50%. Ich will ihn aber eigentlich sammeln lassen. Der killt mich halt safe. Ah. Oh, ist das eklig. Eklige Situation, ganz eklige Situation. Der wird auch safe sammeln, oder? Der wird auch safe sammeln. Ich lebe die, oder? Die lebe ich. Sehr gut. Puh. Alter, wäre jetzt ein Dragon Pulse oder gekommen, ich wäre wirklich gestorben. Ich glaube, wäre es eben auch ober gewesen. Puh. Scheiße. So, ich hätte den wahrscheinlich auch nicht mehr in Amsterdam rausbekommen, weil Fini halt fast tot ist. Und dann hätte ich ihn irgendwie mit Gengar rausholen müssen. Gengar doch halt wahrscheinlich nach der ersten Lichtkanone. Jetzt muss ich halt schauen, was er in der Dragon Claw reinwirft, ne? Und ich glaube, entweder muss er jetzt Miltank reinwerfen, was dann da macht. Oder er muss jetzt die Jäger abwerfen. Nach Tara ist weg, Thunderous braucht er noch, weil er sonst mit dem Q durchgeht. Und die Jäger ist weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Chomp arbeitet wieder. Doch ist der Mann. Ich werfe jetzt ihn rein. Wenn jetzt einfach auf. Der würde schon keine Slashbomb drücken, sondern vielleicht Ice Beam. Eisstrahl, ja, sehr gut. Weil ich da hinten noch gegangen bin. Okay, darf ich Fini jetzt ab oder gegen Strangers? Wir hoffen und beten. Wir hoffen und beten. Satzbaum? Sehr schön. Welche ist Scarfen? Oder will ich einfach nur einen Schubball ins Gesicht drücken? Ich drücke den Schubball ins Gesicht. Wenn er jetzt Mod ist, ne? Der wird richtig guten Schaden machen. Gefällt mir. Sea, okay? Okay. Wie war's? Ich glaube, Sea hittet
zwei Runden später, oder? Geht er nicht direkt danach? Zwei Runden, okay. Ich sehe hier jetzt einen Miltank reinkommen. Hier auf Unaware. Miltank. Gesoffen war Miltank, oder? Sehr gut. Ich tag dir jetzt. In der Hoffnung, dass ich den lebe, den Seher. Ich werde es wahrscheinlich nicht leben, aber ich probier's. Weil mit dem Wish kriege ich mich eben. Ich glaube, der Wish kommt nicht davor. Leider. Was hat denn der für eine Prio? Da werde ich mal schauen sollen. Ah, Rocks, okay. Interesting. Late Rocks. Lebt ihr noch? Nee. Okay. Sad, but okay. Was ist der Play? Hurricane und Draco? Oder Hurricane? Ich habe den Icy Putt. Ich kann mit Strangers den probieren zu scarfen. Er ist aber halt schneller als Pittsburgh. Ich muss den irgendwie low bekommen. Ich gehe in Hurricane und gehe auf den Orkan. Müsste der Play sein, glaube ich. Ah, bitte den Orkan hitten, der hat vorhin auch seinen Fokusstoß bekommen. Sehr schön. Kein Milchgetränk vielleicht? Das ist big. Ich hab echt Luck heute, das muss man echt dazu sagen. Ich habe echt Luck heute. Muss man absolut dazu sagen. Oh, Alter, okay. Ja, ich habe echt unglaubliches Luck heute, das muss man wirklich dazu sagen. Der Kampf läuft wirklich sehr in meine Richtung. Das finde ich persönlich ja gut, aber ja. Ich spiele mir alles sehr in die Karten gerade. Zwei Moonblast Special Attack Misses, die Hurricane Confusion into Self-Hit. Kriegt man nicht jeden Tag. Was wir in Jayco rein? Doch, ist es nicht so, wollte los? Nee, der ist es, okay. Du frisst jetzt einen Jayco. Life of Draco. Kann ich mit Yutan killen? Wahrscheinlich nicht, oder? Second Draco. Second Draco ist es, glaube ich. Ich bin auf den Second Draco. Bitte hitten. Der Draco hitten wir jetzt sehr big. Erstmal am Mittag, oder? Ja, erstmal am Mittag. Und macht er gut. Krass. Krieg ich den Yutan-Kill vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich die mit Yutan killen kann. Ich muss aber gleich probieren. Das könnte vielleicht funktionieren. Okay, geht raus, I see. Oder wollt ihr einfach nur rein wieder hochholen? Auch okay für mich. Ich gehe jetzt in den Chomp und drücke einfach die Drachenklaue. Oh, ist es Wutanfall? Ist es der Wutanfall gerade? Send Slash.
Nee, ist es nicht. Den kill ich nämlich nicht mit einer Autosave. Miltank weg. Damit jetzt natürlich auch Gengar wieder deutlich besser. Das ist der dritte Kill für Knackrack. Lack. Ah. Ihr habt doch alle Lack gesoffen. Okay, ich sehe es. Hurricane ist tot. Tipp ich mal. Wie spiele ich das am besten? Ich glaube, Hurricane brauche ich nicht mehr. Wenn er auf den EQ geht, ist natürlich fein. Ich denke mal, dass ein Knockout rauskommen wird. Überleben wir noch einmal Rocks? Ja? Grindobeere. Antipflanzenbeere. Turboria, okay. Wollte ich den Speed Boost? Okay. Naja, das war doch dumm. Das hätte den Gegner gehen. Das war echt dumm. Hat er das jetzt? Das war dumm mit ihnen, das war absolut dumm gerade. Das war absolut dumm, weil sie ist ja schneller als ich. Ja, Tote, der Player war es gerade. Oh, ich drin bleiben so mit Schirm. Einfach attacken. Weil jetzt kann ich so mit Gengar noch revengen. Ne, kann ich nicht mehr mit Gengar revengen, oder? Crit vielleicht und es ist durch. Nein, ich werde noch nicht leben. Und wenn ich jetzt mit Chomp nicht irgendwie noch in die Q lebe, dann. Okay. Und jetzt auf einmal was er noch für Moves hat. Und auf die Chomp killen können. Wahrscheinlich schon, aber. Man kann ja mal hoffen, ne? Jetzt noch leben. Irgendwie. Geil. Outrage wäre es gewesen. Fuck. Oder? Ja, Outrage wäre es, glaube ich, gewesen. Jump Drachenklaue. Vielleicht hätte Outrage nicht sollen. Fuck. Ja. Das Feld ist es gerade. Oh, wait. Wie lange ist das Feld noch da? Fini war direkt vor Gengar. Gengar war eine Runde draußen. Eine Runde. Zwei Runden. Jetzt drei Runden. Wenn er jetzt vergisst, dass es diese Mechanik gibt. In den geht. Ja, nee, ist durch. Oder auch nicht. Jetzt wenn es fällt nicht killen, soll er mal leben. Soll er leben. Er lebt's. Liebe Feld ist dann noch da. Okay, wir haben hier noch eine realistische Chance, glaube ich. Will ich's kalken? Ja, nee, der killt nicht. Der killt safe nicht, außer wir krippen den irgendwie in die durch zwei Höhlen durch. Weil der ist irgendwie nicht Full HP oder so, das wird aber sein. Ja, ist durch. Ich finde das dann am Ende 1-0. Wenn hätte ich jetzt noch Eden hier, das ist mein Fini hier, könnte ich das reinwerfen an den Q'n. Das war absolut dumm gar mit Fini. Das war. Da habe ich es verloren mit Fini. Crit in die nächste Ewigkeit oder so, das ist kein Plan. Crit. Erlebt und GG. Ah! Habe ich am Ende schlecht gespielt.
eine sehr schlechte Runde gespielt. Finde ich unglaublich schlechte Runde gespielt. Er hat zeitweise eine sehr gute Situation, als es Diaga gedroppt ist. Aber hat er gut gemacht mit seinem. Mit den Rocks am Ende war das sehr gut gemacht und. Ja. Late Game Rocks waren es wahrscheinlich im Endeffekt. Nein, was ist mit Fini am Ende richtig machen sollen? Ja, das ist SBA wahrscheinlich vorbei, außer Payne und Schweini von den beiden. Ich weiß aber nicht die Ergebnisse bisher. Deswegen gucken wir mal, wie es da läuft. Sonst spiele ich vielleicht nächstes Mal noch Playoffs. Und ja. Hoffe, wir sehen uns dann auch oder beim nächsten Projekt. Wir schauen mal. Tschüss, tschüss.